What the fuck? Was ist denn hier los, Leute? Ist das irgend so eine Art Kultversammlung, von der ich nichts weiß, oder was ist hier Keine los? Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind immer noch an der Quest von Nick Valentine dran, und zwar heißt sie Was lange währt. Dabei müssen wir die Holobänder von einem sogenannten Eddie Winter finden, einem Mafia-Boss aus der Vorkriegszeit, den selbst unser Hauptprotagonist noch kennt. Und dieser Kerl hat sich scheinbar selbst in einen Ghoul verwandelt, damit er ewiges Leben erlangt und irgendwann aus seinem Bunker steigen und seine Schreckensherrschaft wieder aufnehmen kann, was wir natürlich verhindern wollen. Polizeirevier Südboston. Deswegen müssen wir jetzt die ganzen Holobänder von ihm einsammeln, in denen zusammengesetzt das Passwort steckt, mit welchem wir seinen Bunker öffnen können. Also dann. Polizeirevier Südboston. Uns fehlen nur noch zwei Holobänder. Also hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir es noch in diesem Part hinkriegen, dem guten Mann zu konfrontieren. Wir haben hier schon mal ein Terminal, das auf Experte, verschlüsselt ist. Boah, hier sind eine Menge geschlossene Klammern. Holla die Waldfee. Nicht übel. Jawohl. Hingekriegt. Okay, ich weiß nicht, welche Tür damit gemeint ist, aber... Oh, Valentine hat das gefallen. Schön. Telefon. Wow, ich wollte gerade sagen, Valentine, bist du das da hinten? Nee, es scheint nur so ein Gangster-Pappaufsteller zu sein. Ah, da, Whisky. Cornelis Aufzeichnung schwerer Kraftfahrzeugdiebstahl. Ein Set Fingerabdrücke passend zu Fingerabdrücken der verdächtigen Nicole Connelly am Fahrzeug genommen. Ein Fahrzeugbrief ausgestellt auf Nicole Connell. Hä, was erneut versuchen? Moment. Kontaktaufnahme mit Miss Connell wegen des Diebstahls war nicht erfolgreich. Werde es am 23.10. erneut versuchen. Moment, das Holobandaufzeichnung. Ja, wird nichts Neues sein. Caldwells Aufzeichnungen, vorsätzliche Gefährdung. Ein Grognak-Lendenschutz garantiert authentisch. Okay. Ein Grognak-Kriegsaxt garantiert authentisch. Zurückgegeben an Mr. Caldwell. Ist wahrscheinlich der Besitzer von diesem einen Comic-Buchladen, wo wir das Zeug gesammelt haben. Vincents Aufzeichnungen, Gewaltanwendung mit Körperverletzung. Eine Fotosammlung des Opfers, zwei Schlagringe, ein Baseballschläger. Duncans Aufzeichnungen, bewaffneter Raubüberfall. Ein Band mit Aufzeichnungen der Überwachungskamera aus der Sparkasse Commonwealth. Eine 10 mm Pistole gefunden beim Verdächtigen. Eine Gasmaske gefunden beim Verdächtigen. Okay. Garretts Aufzeichnungen Mord. Oh je, schon wieder so ein. Ich werde es ja jetzt schon sehen. Eine Fotosammlung am Tatort aufgenommen. Ein Bericht über Blutspritzer. Ein Baseballschläger. Swatter. Limitierte Edition. Ah, okay. Diesmal kein Kronkorkenmord. Alles klar. Aus mit dem Radio. Das Gedudel geht mir auf den Senkel. Außerdem habe ich keine Lust, dass das Copyright geschützt ist und dann kriege ich Ärger. Okay. So, wo haben wir denn das gute Holoband? Hier drin scheint es ja nicht zu sein, aber es gibt trotzdem gute Sachen dort zu finden. Moment. Aha. Ich glaube, hier sind. Wow, holy shit. Böser Hund. Böser Hund. Ja, mache ich gleich. Böser Hund. Haarklammerbox. Kaffeedose. Tischventilator. Ein Terminal. Ja, ist wahrscheinlich einfach nur für diesen Protektron. Brauche ich gar nicht. 10 mm. Ui. Wer hat den denn erledigt? Och, meine Güte. So. Klebeband. Sehr schön. Zigarettenkisten.
Und da ist das Holobändchen. Sehr schön. Und ein Safe. Aber den werden wir knacken, während wir uns das Holoband anhören. Oh shit, welche Nummer hatte das jetzt? Habe ich gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Kleiner Augenblick. Die Nummer 7 war's. Nachricht an Buster Connolly. Das war ein schöner Beitrag, den Sie da über den Bau der Einschienenbahn geschrieben haben. Himmlische Heil. Eines aber haben Sie richtig dargestellt. Sicherheitsinspektorin Alice Lenski wurde umgebracht. Aber Sie werden sie nie finden, weil nichts von ihr übrig ist. Hm. Okay. War's das schon? Das klang aber... Nachricht an Buster Connolly. Das war ein schöner Beitrag, den Sie da über den Bau der Einschienenbahn geschrieben haben. Himmlische Highway, mörderische Mäzene, nett. Aber ich glaube, Sie überschätzen das organisierte Verbrechen etwas. Die Bostoner Familien, die sich zusammentun, um ein öffentliches Bauprojekt zu finanzieren? Also bitte. Ganz offensichtlich haben Sie noch nie mit diesen Typen zu Abend gegessen. Die können sich kaum auf eine Vorspeise einigen. Und wenn es ans Bezahlen geht, schauen alle immer woanders hin. Die Bosse hatten ihre Finger im Honigtopf, das stimmt. Aber nicht so tief, wie sie uns hier glauben machen wollen. Eines aber haben sie richtig dargestellt. Sicherheitsinspektorin Alice Lenski wurde umgebracht. Ah, okay. Aber sie werden sie nie finden, weil nichts von ihr übrig ist. Nachdem er ihr mit einem großen Schraubenschlüssel den Schädel eingeschlagen hatte... Ah, shitte. Hat, nachdem... was? Da habe ich jetzt kaum was verstanden. Manucci ihre Leiche in einem Fass mit Salzsäure aufgelöst. Ho. Breaking Bad Style. Also schreiben Sie Ihren Folgeartikel. Und dann informieren Sie ruhig die Bullen darüber, dass die Mordwaffe an der Wand in Vanuccis Garage hängt. In der Prince Street 4. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Okay. Hallo Parker. Entschuldigung. Finn. Entschuldigung, Sir, Parker Quinn. Ich wollte nur sagen, dass es mich freut, dass du an meiner Ecke vorbeischaust. Okay. Schön, dich kennenzulernen, Mr. Quinn. Mr. Quinn? Was ist los? Sind wir Fremde? Mr. Quinn ist mein Vater. Ich bin Parker. Boah, Alter, ruhig, ja? Der Kerl scheint ein bisschen zu viel Kaffee getrunken zu haben. Okay, daneben Parker. Hey, sieh mal an. Wir sind jetzt Freunde. Ich bin Parker und du bist Sir. Schau, da du ja offensichtlich eine beschäftigte, gefährliche und außerordentlich intelligente Person bist, komme ich gleich zur Sache. Ich mache dir ein Angebot, das so spektakulär ist, dass du unmöglich Nein sagen kannst. Bist du bereit? Ach, okay. Bin bereit. Jeden Tag musst du Sachen kaufen. Essen, Munition, Bier, alles Mögliche. Und du bezahlst mit Kronkorken. Von Flaschen. Ja. Was für ein Jahr haben wir denn bitte? 1612? Ein Haufen Loser hat die Welt vor 200 Jahren in die Luft gejagt. Und wir müssen säckeweise Kronkorken herumschleppen. Soll das ein verdammter Witz sein? Also habe ich in Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Laden im Commonwealth die Kronkorken abgeschafft. Und so haben wir jetzt die einzige Form von Währung, die du je brauchen wirst. Die Kreditkarte. What? Interessante Idee. Interessant? Ein Kunstwerk ist interessant. Das hier ist eine verdammte Revolution. Total einfach. Du gibst mir jetzt 110 Kronkorken und ich gebe dir diese Kreditkarte. Damit kannst du in jedem Laden im Commonwealth bezahlen. Wert 100 Kronkorken. Die 10 zusätzlichen sind meine Servicegebühr. Also, was sagst du? Willst du eine? Schwindel? Und das ist kein Betrug oder so. Hast du mich das wirklich gerade gefragt? Hältst du mich für einen Betrüger? Meinst ja. du, dass ich es so weit gebracht habe im Leben, in dem ich Leute übers Ohr gehauen habe? Ich ja. bin ein Unternehmer. Das hier ist grundsolide. Ich meine, wir haben die Kronkorken, ja. Ich will mal sehen, was passiert, wenn man das macht. Hört sich gut an. Ich nehme eine. Hervorragend. Ich mach mal einen auf Naiver. Du bekommst die Kreditkarte. War toll, mit dir Geschäfte zu machen. Sag's deinen Freunden. Parker Quinn, selbe Ecke, jeden Tag. Voll toll. Junge, das habe ich gehört, du Idiot. Soll ich dich erschießen? Hi. Viel Spaß mit deiner Kreditkarte. Alter, bist du dämlich? Das habe ich noch gehört, du Depp. Aber ich würde den jetzt am liebsten an Ort und Stelle erschießen. Drecksack. Aber komm, wir haben ja die Kronkorken. Es juckt mich null. Das zahle ich aus der Portokasse. Ich wollte einfach nur wissen, was passiert,
Ich frage mich jetzt auch, ob ich irgendeinen Laden im Commonwealth darauf ansprechen kann. So, ja, ich würde gerne mit dieser Kreditkarte zahlen und die... Was ist das denn für eine Scheiße? Fände ich witzig. Okay, als nächstes werden wir uns hier unten ins Polizeirevier Quincy begeben. Wir sehen uns dann an diesem Schnellreisepunkt hier. So, Leute, ich bin jetzt von der Wilson Atomatoys. Atomatoys, okay. Fabrik. Hier zu den Ruinen von Quincy gegangen, wo ich dann einigen Gunnern begegnet bin. Unter anderem auch so einen komischen Gunner-Anführer namens Baker. Und hier gibt es sogar ein Terminal von Sturges. Habe ein neues Projekt. Ich habe vorhin ein paar Freunde in der Atomcats-Werkstatt besucht und die haben mir ein paar günstige Power-Rüstungen angeboten. Ziemlich mitgenommen, doch die bekomme ich auch wieder hin. Wir mussten aber eine hierher zurückschleifen, weil sie nicht startet. Nicht mal mit einem neuen Fusionskern. Ich muss mich noch bei Fenton für seine Hilfe bedanken. Vielleicht zahle ich seine offenen Rechnungen im Hole in the Wall. Naja, vielleicht einen Teil davon. Mama Murphys Vision, ja, habe ich mir schon gedacht. Sturges, das ist natürlich der Kerl von den Minutemen. Mir gefällt das nicht. Mama Murphy hockt in ihrem Zimmer, seit der Händler vorbeigekommen ist. Sie hat einen dicken Vorrat an Chems und als ich nach ihr sehen wollte, hat sie wieder vom dritten Auge erzählt. Sie meint, sie hätte gesehen, wie die Stadt umzingelt und dann überrannt wurde. Unsere Leute tot auf der Straße oder gefangen. Es klingt verrückt, aber sie hatte auch früher schon öfter recht. Und wir haben Jackson überreden können, die Minutemen zu rufen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Die Minutemen. Colonel Hollis kam gestern mit den Minutemen angerollt und zwar keine Sekunde zu früh. Hat die Gunner von hinten erledigt und sie zu den Hügeln getrieben. Marcy hat einen Aufstand gemacht, weil so wenige da waren. Aber der Colonel hat uns versichert, dass noch weitere kommen werden. Unterdessen hat Preston mir und Sloan geholfen, die Mauern zu verstärken. Schade, dass die Powerrüstung wieder im Eimer ist. Wäre auf jeden Fall hilfreich, um den ganzen Krempel zu tragen. Baker hier. Sergeant Baker hier. Anscheinend funktioniert dieses Terminal noch. Dieser Schrauber hat hier ja eine nette Einrichtung. Ich bin beeindruckt, wie gut Clints Plan funktioniert hat. Oder sollte ich Lieutenant Clint sagen? Nachdem er die Unterstützung erledigt hatte, konnten wir direkt auf den Highway stürmen. Im Schutz der Dunkelheit und dank des Höhenvorteils hatten wir in weniger als einer Stunde alles im Griff. Eine Gruppe konnte aber entkommen. Hätte der Lieutenant nicht einen Trupp hinterhergeschickt, wäre Tessa wohl ausgeschert und hätte es allein erledigt. Wenn wir die Powerrüstungen reparieren können, wird sie sich vielleicht auch wieder abregen. Alles klar. Ja. Und die ganzen... Kerle sind hier die ganze Zeit am Nerven. So. Gib mir dein legendäres Zeug. Des Jägers Sündrüstung. Schlecht. Dann noch das alles, das alles, das alles. Und das Sturmgewehr nehme ich auch noch mit. So, okay. Ciao. Tschüss. Boah, das sieht so aus, als ob einer von denen einen Gatling-Laser dabei hätte. Shit. Das ist schlecht. Gegrillter Redhirsch? Nee, hebe ich mir mal für Notfälle auf. Ich nehme mal einen Meyerlurk-Kuchen. Wow, holy shit! Oh Gott, das ist die Tessa, von der im... Alter. Von der wurde gerade eben noch im Terminal geredet. Das scheint die große Anführerin zu sein. Okay, nee, vergiss es. So. Schrotflinte, du Sackgesicht. So, geil. Und wir haben Level 50 erreicht. Yes. Oh, hi. Was hattest du denn da? Eine Kettenklinge? Yo, tatsächlich. Oh, was haben wir denn hier? Tessas Faust. Vierfache Robustheit. Okay. Krass. So, so, so. DC-Wache Helm. Oh, das nehme ich mir auch mal mit. Hört sich besonders an. So, da hatten wir wieder ordentlich Schrotflinten-Action. Boah, ey. Habe ich nicht mit gerechnet. Plötzlich steht so eine Tessa da. Haha. Wo ist der Sack?
Alter, da oben, ich fass es nicht. Kriegen wir den mit dem Gaussgewehr? Ja, jetzt versteckt sich die Sau natürlich. Ja, mit dem Gaussgewehr kriegen wir ihn. Mit unserem Gaussgewehr haben wir auch eine höhere Genauigkeit als er mit seinem Gatling-Laser. Auf die Weise können wir den schön wegsnipern. Ah, shit. Der ist ja schon fast tot. Da werde ich auch auf jeden Fall gleich hochlaufen und mir sein Zeug holen. Erwischt. Geil. Super gut. Erwischt. Kampfgewehr. Oh. Wir haben schon zu viel. Okay, das ist schlecht. Ja, dann werde ich mal kurz einen gegrillten Redhirsch reinjagen. Dadurch haben wir etwas mehr. Oh. Dreck, ey. So, war's das? Oh Mann, ey. Die Kerle gehen mir echt auf den Senkel. So, Nick, hier ist ein Stimpack. Hey, rede weiter. Was immer du brauchst. Okay, mal gucken, ob er noch Platz hat. Ja, nicht viel. Reicht aber durchaus aus. So, was haben wir hier Schönes? Der hat nichts Besonderes. 10 mm, Splitter. Splitter. Kettenklinge nehmen wir auch nochmal mit. So, wir könnten theoretisch jetzt auch hier durch einfach abhauen, aber das ist nicht so ganz mein Stil. Außerdem müssen wir ja noch zu dem einen Anführer da oben hoch und sein Zeug holen. Deswegen, ich, ja. Soll ich den ganzen Kampf hier aufnehmen? Ich glaube, das ist ein bisschen langweilig jetzt mittlerweile auch. Am Anfang war es ja noch cool, aber jetzt mittlerweile... Oder, Leute? Ah, komm. Ein bisschen laufen wir hier mal noch rum. Wenn wir mal die ganzen Gegner hier plündern. Zumindest das, was ich von denen haben will. So. Okay, da oben befindet sich schon mal ein Übergang, den ich gleich nutzen werde. Das habe ich ja schon in der Kirche gesehen. Hier rein. Hier ist sogar ein Power-Rüstungsgestell. So, hier ist eine Treppe, die ganz nach oben führt. So. Hier ist noch eine Wendeltreppe. Ups, hoppla. Da habe ich mich jetzt zu schnell gedreht. So, perfekt. Und hier kommen wir dann rüber. Sehr schön. Alles klar. So, was ich auf jeden Fall will, ist einfach nur von dem Anführer das Zeug haben. Oh, und hier oben ist sogar eine Nuka-Cola Quantum. Oh, und ganz viel Zeug zum Essen. Geil. Leute, das ist ja der Hammer. Nice. Ja, die haben schön zusammengelegt. Die Jungs. Ah, Red Kakerlakenfleisch. Alles klar. Können wir alles gut gebrauchen. Danke, Jungs. Gibt es hier nirgendwo einen Weg, der nach oben... Ah, hier, okay. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. So. Ich nehme jetzt nur noch wirklich das nötigste Zeug mit. Mist. Ach so, Level up. Okay, boah, ich dachte schon jetzt, du bist wieder überladen. Hallo, Leute. Wie geht's denn so? So, Fusionszelle. Ach, das ganze Zeug lasse ich mal liegen, oder? Momentchen mal, ich guck mal, mir mal die ganzen Waffen an, die ich dabei habe. Ich wette, die meisten davon brauche ich nicht. Ja, Kampfgewehr kann ich wegpacken.
Boah. Ich schmeiß mal das Sturmgewehr, oder? Ja, schmeiß ihn mal weg. Kettenklinge. Ja, habe ich ja welche. Brauche ich eigentlich nicht wirklich. Fatman. Habe ich auch aufgesammelt. Ja. So. Dammit. Das ist natürlich zu viel. Oh, Minuteman-Outfit. Polizisten-Sonnenbrille. Ah, Dreck. Dann werde ich gleich noch einmal ein bisschen aufräumen, Leute. Puh, Leute. So, ich habe jetzt alles erledigt, was es zu erledigen galt. Also, die Gunner sind alle erledigt und... Ja, ich würde glatt sagen, Polizeirevier Quincy. Och nee, immer noch einer, come on. Meinst du, die sind jetzt endgültig weg? Nein, einer ist hier noch. Wo denn? Wo versteckt sich der Sack? Hallo? Hä? Ah, okay. Ich muss den Kopf so hinkriegen. Ja! Perfekt. Sehr schön. Ich denke, würde mal sagen, wir werden in nächster Zeit ein bisschen mehr mit der Schrotflinte rumhantieren. Wird auch bestimmt Spaß machen, immer zu den Gegnern hinzulaufen und dann direkt in die Fresse. So, Polizeiterminal. Das gucken wir uns dann nochmal an. Die Skorpione. Das ist total sinnlos. Wir sind runter zum Parkplatz und haben ein paar der Skorpione getötet. Aber heute sind es schon wieder genauso viele wie gestern. Wir töten sie, sie kommen zurück. Wenn wir sie in Ruhe lassen, lassen sie uns auch in Ruhe. Aber Clint will, dass wir sie von dort vertreiben. Baker. Habe am Parkplatz ein paar Sprengsätze platziert, damit ich mal Pause machen und ins Lager gehen kann. Die Powerrüstung, die wir in der Kirche gefunden haben, hat ordentlich was mit den von den Skorpionen abbekommen. Also hat Baker mir geholfen, sie ein wenig auszubessern. Ich wollte ihm schon sagen, was ich für ihn empfinde, aber dann kam der Trupp, den wir den Siedlern hinterhergeschickt hatten, zurück. Danach war die Stimmung irgendwie nicht mehr passend. Dieser gottverdammte Clint. Was? Dieser gottverdammte Clint, doch. Ich glaub's verdammt nochmal nicht. Dieses Arschloch Clint hat die Minutemen mit den Siedlern entkommen lassen. Er sagt, sie seien ihm durchs Netz gegangen. Aber woher wissen wir, dass er nicht eine Seite gegen die andere ausspielt? Er hat einst die Minutemen hintergangen. Wie können wir uns da sicher sein, dass er jetzt nicht uns für einen besseren Deal hintergeht? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Captain West diesem Arschloch das Kommando gegeben hat. Band abspielen. Schau, Tessa. Die Befehle kommen... Moment. Wir werden das mal auswerfen und dann mit unserem Pip-Boy hören, während wir durch die Gegend laufen. Bakers Holoband. Schau, Tessa. Die Befehle kommen direkt von Captain Wes. Clint hat hier das Sagen und so ist es nun einmal. Wenn du hier weiter große Reden schwingst, wird er an dir ein Exempel statuieren, um zu zeigen, dass er noch immer der Boss hier ist. Warum meinst du, dass er gerade dir aufgetragen hat, dich um die Skorpione unten im Super-Duper-Markt zu kümmern? Vielleicht bist du damals bei den Raidern mit so einem Mist durchgekommen. Aber bei Gunnern zählt die Befehlskette. Außerdem hätten wir ohne ihn Quincy nicht einnehmen können. Und dann hättest du diese tolle Power-Rüstung nicht, also reiß dich zusammen. Baker Ende. Okay. Da ist wohl jemand ziemlich frech geworden. Alles klar. Dann ab ins Polizeirevier. Ah, zu den Zellen. Eieiei. Wer weiß, dort werden wir wahrscheinlich auch noch einigen Gunnern begegnen. Okay, ich dachte schon, ich höre hier irgendetwas rumkreuchen und fleuchen, aber das war nur diese komische Neonröhre, die sogar schon Funken sprüht. Überfälliges Punkt. Solange du das Zeug trägst. Ja, ja, du hast ja schon genug auf dem Buckel, ich weiß. Da habe ich schon das dritte Holoband. Damit haben wir alle. Sehr gut, sprich mit Nick. Ja, erst wenn ich mir das dritte nochmal angehört habe. Erst dann. Geschafft. Nummer 3. Nachricht an Robert Cooper. Bobby, das haben wir doch schon besprochen. Wenn du was mit deiner verdammten Stiefschwester anfangen willst, ist das dein Bier. Aber du redest im Schlaf. Vielleicht redest du über Baseball oder du singst irgendwelche Fernsehmusik. Oder
Du erzählst von den drei Leichen, die Colin und Marley in einem der Bunker von Arlington Greens vergraben. Oh, der Kerl hat... Entweder ist die Wand nachträglich eingebrochen, als sie alles vor die Hunde ging, oder der hat versucht, das die Wand einzureißen. Keine Ahnung. Hier ist sogar noch eine doppelläufige, aber die ist viel zu schwer. Die brauchen wir nicht. Tuckers Aufzeichnungen Mord. Eine Pistole, 10mm, keine Fingerabdrücke. Eine Überwachungswand des Parkplatzes von Tucker und Söhne. Ein Bericht über Blutspritzer. Boah, Wallets Aufzeichnungen, widerrechtliches Betreten eines Grundstücks. Das war jetzt aber richtig klein geschrieben. Ein Überwachungsband vom Friedhof Arnies beste Begräbnisse. Eine Schaufel gefunden beim Verdächtigen. Eine schriftliche Beschwerde, eingereicht von Miss Valois. Improved Enterprise Association gegen Arnies beste Begräbnisse. Weitergeleitet an Improved Enterprise Association, okay. Eddie Winters Holoband, ja, haben wir schon. Carusos Aufzeichnungen, Brandstiftung. Zwei Flaschen Flüssiggas für Feuerzeuge, kleiner Teufel, gefunden am Tatort. Vier Taschen mit Überresten verkohlter Blätter, gefunden am Tatort. Acht Faxi-Miles von Schreiben über Versicherungsansprüche von Hausbesitzern für interne Aufzeichnungen an das Revier geschickt. Nochmal was? Nee, ich weiß nicht, was das sein soll. Faxi-Miles, komisch. Türfernsteuerung, Protektor, ja. Passt schon. Gut, damit hätten wir alle Holobänder zusammen. Wow, what the fuck? Alter, ich wollte schon sagen, was zum Teufel ist denn da gerade hinter dem Nick am Laufen? Das ist ja krass. Guckt euch das an. Ui. Interaktive Umgebung. Guckt euch das an. Auch so eine schöne Lichtspielerei. Wenn man das Ding umher schubst, dann dann gibt es so eine schöne Licht- und Schattenspielerei. Das ist ja nett. Das ist wieder so ein Detail, was ich liebe. Oh, hier oben ist ja noch was. Atommine. Her damit. Aufgepasst. Ich höre dir aufmerksam zu. Also, hast du was für mich? Vielleicht eine Tasche voller Bänder, die einem alten Ghoul gehören? Oh ja. Wenn du fortfährst, wird Nick dich eine Weile begleiten. Ja. Endlich hab ich alle. Hier. Kein Witz? Tja, das nenne ich mal solide Detektivarbeit. Die sind steinalt. Aber da sind überall Eddies Fingerabdrücke drauf. Das sind die echten. Und da sind immer noch die Code-Bestandteile drauf. Ich lass sie durch den alten Prozessor laufen. Ich hab's. 1, 9, 5, 3, 7, 2, 8, 4, 0, 6. Der alte Kerl hat sich in der Andrews Station verkrochen. Bringen wir Eddie Winter zur Strecke. Alles klar, sehr schön. Begib dich zu Eddies Versteck. Na dann, los geht's. Jetzt geht's um die Wurst. Sehr schön. Aber bevor ich mich zu diesem Bunker begebe, werde ich vorher noch mein Inventar aufräumen müssen. Es ist jetzt richtig voll geworden. Sorry Leute, aber ich muss den Part an dieser Stelle doch schon beenden, denn die Suche nach den Holobändern hat doch mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich gedacht habe. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon an dieser Stelle von euch. Vielen Dank fürs Zusehen und im nächsten Part werden wir auf jeden Fall diesen Eddie Winters stellen. Mal sehen, welchen Ausgang das Ganze nehmen wird. Im Prinzip können wir es uns eigentlich schon ausmalen. Na dann, wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao.